Wertes Präsidium, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich bin Daniela Schmidt, Wirtschaftsministerin des Landes Rheinland-Pfalz, und ich bewerbe mich heute als Beisitzerin im Präsidium der Freien Demokraten. In Rheinland-Pfalz tragen wir seit 2016, also bereits in zweiter Legislatur, in Folge Regierungsverantwortung. Und genau diese Erfahrung als Ministerin eines Flächenlandes mit den Themen Wirtschaft, Landwirtschaft, Weinbau und Verkehr, die möchte ich in das Führungsgremium unserer Partei einbringen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, erfolgreich dann sind wir dann, wenn wir zusammenhalten. Und noch so erfolgreicher sind wir, wenn wir breit aufgestellt sind. Und deswegen möchte ich genau diese Perspektive einbringen. Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Und als Ministerin bin ich viel im Land unterwegs. Und ich erlebe tagtäglich die Sorgen und Nöte in den Unternehmen, beim Mittelstand, im Handwerk, aber auch in der Industrie und in der Landwirtschaft. Und die Unternehmer stellen sich die Frage, schaffen wir das alles überhaupt noch? Kann ich die Verantwortung meiner Tochter oder meinem Sohn übertragen? Oder an welchem Standort macht eine zukünftige Investition überhaupt Sinn? Und liebe Freundinnen und Freunde, in den zurückliegenden Jahren mit den Herausforderungen der Pandemie, aber auch der Auswirkungen des Krieges, der Energiekrise, konnten wir in Deutschland viele Unternehmen unterstützen. Und wir sind einigermaßen durch diese Krise gekommen. Und das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Erstens, wir haben eine sehr resiliente Wirtschaft, starke Unternehmen, anpassungsfähig, agil, mit einer soliden wirtschaftlichen Basis die letzten Jahre aufgebaut. Und zweitens, der Staat hat massiv Hilfen und Unterstützungsprogramme auf den Weg gebracht, die Härten abgefedert und Schlimmeres verhindert haben. Aber liebe Freunde, wir müssen uns klar machen, ein starker, handlungsfähiger Staat fußt immer auf einer starken Wirtschaft. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen. Und ich bin Christian Lindner dankbar für einen klaren Kompass in der Haushaltspolitik. Denn wir können nur das verteilen, was wir haben. Und wir brauchen hier diesen ordnungspolitischen Kompass. Und deswegen diese Haltung, die müssen wir behalten. Liebe Freunde, ermöglichen statt vorschreiben, forschen statt verbieten, Offenheit, Mut und Ideen statt Ängste und Verzicht. Denn es geht um die Zukunftsfähigkeit des Wirtschafts- und Industriestandortes Deutschland. Und deswegen müssen wir jetzt mit aller Kraft, mit aller Vehemenz an zukunftsfähigen, fairen Wettbewerbsbedingungen arbeiten. Und dazu zählen für mich international wettbewerbsfähige Energiekosten, aber auch international wettbewerbsfähige Unternehmenssteuer. Und deswegen freue ich mich an der Stelle auch auf die Debatte in unserem Leitantrag. Ich finde, er hat kluge Ansätze, und die sollten wir morgen auch diskutieren. Liebe Freunde, vieles ist in einem dynamischen Wandel. Auf dem Weg zur Klimaneutralität brauchen wir aber nicht nur das Know-how unserer Wissenschaft, unserer Forscherinnen und Forscher. Wir brauchen auch starke Unternehmen mit klugen und innovativen Geschäftsideen. Und ich werbe auch dafür, dass wir jungen Menschen mehr Lust machen auf Unternehmertum. Und ich werbe auch dafür, junge Menschen auch für die Klimaberufe zu begeistern. Denn wir brauchen Leute, die mit klugen Köpfen und fleißigen Dingen Händen anpacken und das umsetzen, was wir brauchen. Lasst uns dafür werben. Liebe Freunde, wenn wir die letzten Jahre etwas gemerkt haben, wir müssen schneller werden und dabei auch insbesondere Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. In den Krisen mussten Unternehmen sich schnell anpassen, agil Geschäftsmodelle umstellen. Und deswegen brauchen wir jetzt auch mehr Tempo in der öffentlichen Verwaltung auf allen Ebenen. Und genau daran arbeiten wir Freie Demokraten in Sachsen-Anhalt, liebe Lydia Hüskens,
aber auch in Rheinland-Pfalz, wo wir in den Ländern Regierungsverantwortung tragen. Aber ich bin Volker Wissing auch außerordentlich dankbar, dass wir auf der Bundesebene jetzt auch die Weichen gestellt haben, die digitale Kfz-Zulassung. Das sind Themen, wo die Bürgerinnen und Bürger bei Alltagsthemen merken, wir werden schneller. Und das ist die Handschrift der Freien Demokraten in Regierungsverantwortung. Liebe Freunde, so groß die Herausforderungen sind, so groß sind aber auch die Chancen. Und wir Freie Demokraten können sie mitgestalten. Lasst uns stärker über das reden, was wir umgesetzt haben, was wir erreichen konnten, was wir mitgestaltet haben. Lasst uns mit Verantwortung und Zuversicht die Zukunft gemeinsam gestalten. Und ich will zum Schluss sagen, unser Ziel in den letzten Jahren war es immer, uns breiter aufzustellen, vielfältiger zu werden. Und deswegen bin ich bereit, die Perspektive einer Landesministerin in das Präsidium einzubringen und freue mich auf Ihre und eure Unterstützung. Herzlichen Dank.